Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scammersuchen auf Bardock.net zusammen mit dem Daniel. Hey. Wunderschönen guten Tag. Dieses Video knüpft direkt ans andere Video an, was gestern kam. Das heißt, ein paar Sekunden nur vergangen. Ich wollte gerade aufhören aufzunehmen, da sehe ich, dass jemand eine Perle hat. Ja, ich zeige es euch einfach mal ganz schnell. Er hat irgendwo was geschrieben. ja, ist es weg? Nee, egal. Wir gehen jetzt mal hinten. Da, genau. Hier vorne, er steht drauf. Gehen wir bitte ganz kurz weg. Da sieht man eine pH-Falle. Dann ist noch jemand. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen einen ganz coolen Prozess. Gehen wir kurz bitte weg zu. Und da ich gar nicht lange fackeln will, machen wir doch direkt, bevor irgendwas schief geht, machen wir pH. Ist das auch sein pH? Ja, ganz kurz eben gucken, nicht, dass das falsche sind. Ja, okay, das ist direkt der Spawn. Super. Okay, dann würde ich sagen, und 6. Jo, Leute. Community Grief. Und wir schreiben, warte, und 9/PH, M, hieß er, BM, oder? Hieß es mit M? Ja. Okay, und da ist er. Ja, da würde ich sagen. Der Tran ist auch hier. Ja. Okay. Du savest jetzt keine Items mehr, du gehst mal bitte weg. So, und da sind schon ein wunderschön viele Leute. Und direkt wieder alle an. Ja, saugeil. Du savest bitte keine Items, dankeschön. Und damit hier keine Sachen vorhanden oder abhanden kommen, machen wir P-Trust und Störtchen. Damit ist das erste Grief-Event schon gestartet. Yo, Alter. Das wird richtig schnell so geil. PH-Fallen sind halt scheiße. Lass uns mal was Kreatives einfallen. Immer dieses schlechte PH runterfallen ist lame. Irgendwas Cooles, wo man sich denkt, okay, wo man vielleicht auch überleben kann. Zum Beispiel ein Bau, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ein Rätsel lösen muss und dann wieder befreit wird oder so. Das ist halt besser als dieses stumpfe PH-Fallen, dieses ganz einfache, ja, also dieses einfache PH-Fallen. Einfach stumpf. Ja, genau, dieses, wo man stumpf runterfällt, ist halt richtig dumm. Wo ist denn jetzt, das war hier irgendwo, hat das jetzt komplett zugemacht? Entschuldigung, hallo, ich musste ihn kurz... Er hat's gelöscht. Ja, moin. Oh, PvP ist an. Oh, PvP ist an. Ja. Warte. Er kriegt erstmal ganz kurz einen Banner für und tschüss. So. Und, okay, ist wieder aus, PvP. Jetzt kommen die ganzen Dia-Leute wieder. P-Claim hat bereits einen Besitzer. P-Delete. Okay, und P-Claim. Moment. Warte. Ja, gut. hat keinen Besitzer. Hä? Lol. Okay, Set Owner, Apple TV. So, jetzt ist auch PvP wieder aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir schnell zum nächsten. Nach einem kleinen Cut sehen wir uns wieder. Bis gleich. Okay, die nächste Falle haben wir gefunden. Es ist unfassbar. Ja, tschüss. Ich mach mal schnell zu. Ja, muss ich glaube ich nicht viel sagen. Er steht hier vor einem wunderschönen Dirthouse. Okay, hat er noch andere Plots? PH2. Ist leer. Wow. Ist das Dirthouse? Okay. 5. Ne, er hat 4. Okay. Ja, wow. Der hat echt nichts. Ernsthaft? Er ist das aber auch nicht. Das ist so ein leeres Plot, wo einfach nur so ein tiefes Loch ist. Ja, es macht da gar keinen Sinn. So, schnell weg damit. Hi. Oh. Sorry, mach zu. So. Ja, komm, da kann man eh nicht viel machen. Ich setze es einfach mal zurück. So, dann ist das Loch zu. Kann er wieder austüpfen. Hat er Glück gehabt. Und schnell. Okay, Daniel. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Daniel, pass auf. Okay. Ja. Das ist der Marvin HD 448. Komm doch einfach mal dahin. Sonst kann ich auch gleich TP'en. Er hat geschrieben, wo ist es denn da? Verkaufe Wiegen, PH Marvin HD 448. Ich komme mal kurz. Das ist eine gute Idee. Ah, da bist du, jo. Sehr schön. Kauf ihm einfach mal die Wiegen ab. Schreib ihm mal an, schreib mal, hey, du willst Marvin HD. Genau, und dann schreibst du mal, du willst ein Beacon haben. Richte Beacon. Ich bin dafür, Leute. Nee. Doch, mach mal das Mikrofon ein bisschen. Geht nicht, tut mir leid. Also, ich bin dafür, Leute, dass ihr jetzt erstmal in die Kommentare schreibt, dass Daniel sein Mikrofon weiter wegschreiben soll. Dafür ein Hashtag Mikrofon weiter weg vom Computer, Dix und so. Okay, die Person, die das reif reinschreibt, die bekommt natürlich ein Like und ja, gut, egal. Ja, was? Hallo? Er hat mich vom Plot gekickt. Hat er nicht vorhin geschrieben, 30k? Jetzt schreibt er mir 35k. Wow, warum? So, ja, okay. Das ist, jetzt ist er weg. Ja, warte. Jetzt ist er weg, alles klar. Er ist am Spawn.
Er ist in seiner Ender Chest. Okay. Hä? Warum? Gucken wir mal kurz nach. Marvin HD. Okay. Also da ist der Beacon drin, er hat Namen, Shit Card. Hä? Er nimmt Items aus der Ender Chest. Warum? Er hat Banner, Packeis und hat das Beacon. Den Beacon. Was macht er jetzt? Okay. Na, egal. Wir würden mal gerne. Oh nein, das ist der falsche. Ich wollte gerade sagen, schreib ihm einfach nochmal. In der Sekunde kommst du schnell auf die Idee. Sehr schön. Genau. Und was ich gerade im Chat gelesen habe, auf Nero, da gehen wir nach diesem kleinen Scammer-Auftrag hin. Und dann stellen wir auf Nero auch mal sicher, dass da keine Scammer sind. Aber erstmal müssen wir ihn jetzt hier prüfen, ob er scammt oder nicht. Also, dann schreib ihm nochmal wunderschöne Sachen hin und dann. Willst du mir Geld geben? Ja, klar. Warte. Wie war das nochmal? Doch, warte. Adcoin. Oh, mein Schreiben heute. Adcoins, Boogieman. Wie viel? 40k gerät haben wir. Das reicht für den Anfang, würde ich sagen. Die Nachricht ist übrigens ab nächstem Mal auch weg. Das ist immer noch halt, ja, von Anfang her so. Das ist die Coins API. Command Adcoins. Okay. Success. Genau, das ist richtig. Oder? Er hat mir ein Beacon einfach gegeben. Cool. Ja, das ist sehr schön. So, ich hab's mal kurz in mir selbst geschrieben. Zumindest mal einer, der nicht scammt. Das ist immer. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf Citybuild Nero und schauen da mal nach ein paar Scammern oder PHV-Leuten. Also, ab geht's auf Nero. Bis gleich. So, wir sind auf Citybuild Nero und gucken mal, ob wir hier jemanden finden, der scammt oder PHV hat. Im Chat ist aktuell nicht so viel los. Er wurde um 60k gescammt. Ja, ist halt nicht so spektakulär. Ist halt Pech. Kommt alle mega zu krass. Mir. Ui, okay. Da gehen wir hin. NX. Okay. Es ist PvP Falls. Oh, warte, was war. Ja, okay. NXL. Ja, NXL. Museum runtergehen. Okay. Ein Museum? Hä? Meint ihr, sein Plot wäre krass? Okay. Ja, Schock. Ich weiß nicht. Hier unten ist nichts. Hä, was ist das für ein Museum? Labyrinth. Ja, Museum rechts 200, links 400. Hä? Aus Game Plan, okay, das ist easy. Wir haben hier die rechte Game dran. Wir gucken mal. Hier ist ein Rüstungsstand mit einem Diamantbrustpanzer, ein Banner und eine komische Karte. Hä? Was bringt das? Dafür jetzt Geld zu bezahlen, oder was? Hier ist noch eine Spawn-Karte. Da geht's direkt wieder raus. Ernsthaft? Man kann einfach die andere Seite nehmen und 400 bezahlen, muss einfach von außen rein. Ja? Hier steht rechts 200, links 400. Ja, hey, wie dumm ist das denn? Warum? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles ein bisschen lame. Darum geht es. Ja, ist egal. Wir gehen direkt zum nächsten. Bis gleich. Nils Nitro. Nils für 15k Nitro. Kommt zu Sir PC1. Okay, ich bin mal bei dem Nils Nitro. Was ist denn da drin? Hä? Das ist auch nicht schön. Das ist schon mal keine PH-Falle. Das ist sehr gut. Das ist optimal. Er ist weg. Okay. Okay, ich bin beim Shop. Hier ist auf jeden Fall der Nils Nitro. Komm doch einfach mal hierher. Ich bin gerade bei diesem Sir. Hier ist, glaube ich, dieser Kali. Nein, das ist nicht der. Der hat geschrieben, kommt zum Plot von Sir Pizzi irgendwem. Da bin ich gerade. Okay. Weil hier ist nichts. Hier ist eine Kiste, eine Werkbank und ein Ofen. Wow. Ich muss mal kurz den Tobi. Der fuckt mich ein bisschen ab im Chat. Der spammt und hört nicht wieder auf. So. Dann komm doch einfach mal hierher. Ich tippe dich mal. Das ist der jetzt hier unten rumsteht. Ich weiß nicht, was er hat. Also er will halt den Beacon verkaufen. Ja. 15k war das, glaube ich. Schreib ihn doch einfach mal, dass du den Beacon gern haben möchtest. Und ich einfach mal fragen, ob er einen Beacon verkauft. Ja, genau. Einfach mal anschreiben, sag ich, hey, von wegen Beacon haben, ich möchte, danke. Und dann mal gucken, was er hat. 15k. 15k, stimmt. Ja, war ja richtig. Dann hol den Beacon einfach mal. Schreib ihn an. Ich guck mal, was er hat. Nils. Okay, er hat keinen. Vielleicht in der Ender Chest. Nice. Nee, auch nichts. Hä? Okay, warum hat er denn. Der hat auch geschrieben, kommt zu Sir irgendwem. Ah, also nicht er selbst. Aber da ist keiner und da ist auch genauso wenig. Okay, also der ist auf jeden Fall hier getrusted. Abtei. PC. Abtei. Hä? Da hab ich ihm schon geschrieben, danach hat er Haie geschrieben. Du hast. Hä? Okay, egal. Der Kali. Möchte Beacon kaufen für 15k. Hi. Ja, geil. Okay, komm zu Sir PC1. Sir PC, ja, der ist auf jeden Fall hier getrusted. Warte mal, während er sich tippet und dann gehe ich hinterher. Okay. Mal kurz warten. Okay, du bist da. Sehr schön. Genau, jetzt ist hier wieder. Hier war ich vorhin auch schon. Ja, er ist irgendwie noch. Ja, aber hier ist Sir PC. Ah, jetzt ist er da. Okay, gut. So, was hat er denn wohl? Wollen wir mal. Hier ist auch ihr eben. Da ist aber auf jeden Fall ein Leuchtfeuer drin. Er hat's da, er hat ein Beacon. Dann schreib doch einfach mal.
hab jetzt mal diesem Sir Pitz hier geschrieben, dass ich ihn kaufen möchte. Ja. Was schreibt er? PvP ist auf jeden Fall schon wieder false. Sehr gut. Mir okay. Okay, ja gut, dann pay ihm die 15k. 20k? Hä? Warum machen das alle immer direkt teuer? Ja, ich verstehe es nicht. Du hast gesagt 15. Ja, dann schreibt er einfach zurück hier, du hast geschrieben 15, also bleibt es bei 15, Punkt. Und dann gucken, was er darauf antwortet. Alle machen das direkt immer um 5k teurer, wenn man da ist. Ist halt 20. Echt so. Gesagt für kurz, 15. Ja, ich füge kurz den Chatfilter dazu. Das ist die Konsole contains MAC, Highlight 9, nee, warte, Headset. So, oder nervt ein bisschen, dass es immer angezeigt wird. Damit ist es aus. So, was schreibt er? Hast du gepaid oder wie sieht das aus? F, okay. 15k pay zuerst. Ja, gut, dann pay mal. Braucht noch ein bisschen Geld. Ja, warte, machen wir easy. Adcoin. Adcoins. Da. Ich gebe mal 15. Bitteschön. Dann zahle ich. Okay. Hab ihm mal gegeben. Sehr schön. Dieser Nils Nitro macht ein bisschen Angst. Hat jetzt wenn wir den Nils Nitro jetzt scammt, das wäre mal. Das wäre assi. okay, er. Ja, gut, er gibt den Wiegen. Nice. Cool. Was? Hä? Was? Warum das denn? Weil wir schlägt seinen Kollegen. Oh mein Gott, wie assi. Das ist ja mal richtig. Er schlägt seinen Kollegen erst noch. Ja, alles aber das klar. Ist ja mal richtig dreist. Aber keine Ahnung, die ist jetzt mal weg hier. Tschüss. So, wo ist denn der? Ist der Wiegen? Immer da. Ich gebe dir mal, warte mal, das ist Game Mode 1, dann kann dir nichts passieren. Sicher ist sicher. So. Ja, ich tippe ihn einfach zu mir. Da ist er. Hallo, hallo, du kleiner Bösewicht, du kleiner Frechdachs. Er versucht dich zu schlagen, wow. Tschüss und warte, Vorsicht. Lauf, komm und tschüss. Da ist er down. So. Das ist die gerechte Strafe, würde ich sagen. So, kacken. Dieses Haus. Ja. Das ist mega hässlich. Ist ultra hässlich. Was hat er denn so dabei? Warte mal. Lol, der hat OP. Oh ne, das waren meine, glaube ich. Okay, alles gut. Einfach so ein Steindach drauf, was nicht mal abgeschlossen ist. Nee, so. Steindach sehe ich jetzt so nicht. Also. Achso, ja. Das ist, aber das machen wir anders. Das machen wir Lava. Guck mal, schöne Lava. Ist so lustig, Lava, mich zu töten, Lava, ne? Guck mal, Lava. Oh, und sicher, Tür zu, damit es nicht rausläuft, kann der eh nicht, aber egal. Also kann ich gar nicht, schade. Machen wir dann noch ein paar Ambus so hin, dann, ja wobei, nee, lass mal, die sind sehr OP, das lassen wir lieber sein. Wir nehmen stattdessen Cobwebs, wunderschöne Cobwebs und dann ist es, ach nee, die gehen auch weg. Okay, Meppel lernt Minecraft. Was können wir denn stattdessen nehmen? Dann nimm, warte, Warte, so, oh, nichts passiert, alles gut. Nimm Teppich, mach ein Teppichdach. Okay, Teppich. So, ups. Machen wir Teppich und dann machen wir 1, 2, 3. Guck mal, wie ist denn da nicht. Schon wieder? Es geht nicht. Den Nils. Es geht aber nicht mit Teppich, aber. Schade. Ja. Ja, der ist da Tatsache. Lol. Der eine läuft in die Lava rein. Wow. Ja, brenn. Schön brenn. Ja, fein. Ich wollte den eigentlich da reinschlagen. Ja, das ist ja. Ja, aber damit würde ich sagen, waren wir sehr erfolgreich, was die Scammer-Suche angeht. Richtig viele gefunden haben, mega gut erfolgreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, wir sind am Ende des Videos angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann drück den Daumen nach oben, lass einen Kommentar da. Möchtest du keine zukünftigen Videos mehr verpassen, dann gib mir doch einfach ein Abo, würde mich sehr freuen. Schaut auch in die Videobeschreibung, da sind alle Leute verlinkt. Und jetzt sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.